Also beides. Natürlich bin ich immer noch enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das eine sehr gute Woche von mir. Auch die Fed-Cup-Woche davor. Also ich werde nur positive Sachen aus dem Turnier rausnehmen und einfach nach vorne schauen. Also ich denke einfach, dass ich in ein paar Situationen mutiger gewesen wäre, dass wir vielleicht besser und einfach den Punkt riskiert hätte. Aber jetzt, was wäre, wenn? Das ist leicht zu sagen. Beim nächsten Mal werde ich dann versuchen, ja, mutiger zu sein und einfach versuchen, schneller den Punkt zu machen. Aber ja, jetzt kann man darüber, glaube ich, 10 Stunden diskutieren. Ich glaube, im Endeffekt ist es die Erfahrung. Also ich war noch nie so oft in solchen Situationen. Für mich ist es alles noch ein bisschen Neuland. Ich habe letztes Jahr die Top 10 erreicht und dieses Jahr ist halt ein komplett neues Jahr für mich. Und ich glaube einfach, die Erfahrung, die ich jetzt auch sammle, auch aus diesem Match, hilft mir für die nächsten Turniere und dass ich das nächste Mal einfach besser machen werde. Das stimmt, also Sand war nie so mein Lieblingsbelag, aber ich glaube, das hat sich so langsam geändert. Was ich jetzt hier mitnehme, ist einfach selbstbewusst, dass ich da oben mitspielen kann, dass ich das Match heute fast gewonnen hätte. Und das zeigt einfach, dass ich ja, das Level halten kann. Und ich habe weiterhin Spaß und ich mache das mit Leidenschaft, mit Herz und das nehme ich einfach alles mit aus dieser Woche.